Hi, da sind wir wieder. Also letztes Mal haben wir eine Aussaatplatte fertig gemacht mit Pak Choi. Die ist auch schön aufgekeimt. Als die Kamera nicht mehr dabei war, habe ich noch eine Platte fertig gemacht, die nicht in Quickpots ist, so wie hier, sondern wirklich eine richtige Aussaatplatte zum Pikieren. Und das möchte ich heute mit euch machen. Erstmal Pikieren an sich ist jetzt gar nicht mehr die richtige Jahreszeit eigentlich für. Das macht man eher im Frühjahr, wo die Sonne noch nicht so brennt. Da dieses Jahr aber nicht so heiß ist, können wir das auch im Spätsommer schon wieder machen. Pikieren bedeutet, dass man Pflanzen in so einer Aussaatschale, wie wir die hier haben, vorzieht. Das kann man auch relativ chaotisch machen. Da muss man nicht auf Einzelkornablage achten. Und wenn die dann fertig gekeimt sind, dann packt man die in ihre Einzeltöpfe zum Vorziehen, bevor die gepflanzt werden. Warum pikieren wir? Pikieren hat gewisse Vorteile. Ich kann A sehr platzsparend anziehen, weil diese Platte, da passen ja viel mehr Pflanzen drauf als in so ein Quickpot. Wir haben hier jetzt mit Sicherheit 300 Pflanzen drin in der Platte, auf gleicher Fläche wie hier 77 standfinden würden. Und der eigentliche Vorteil ist aber, dass ich die Pflanzen, die ich jetzt auspikiere, in den Quickpot hinein, die werden da drin wachsen und auch im Feld landen. Das heißt, ich habe mit großer Sicherheit 77 Pflanzen, die ich nachher verpflanzen kann, was sehr wichtig ist, wenn man mit seinem Essen wirklich kalkulieren möchte. Wenn man wirklich sich selbst versorgen will oder für andere anbauen, dann ist das schon wichtig, dass ich weiß, wie viel Gemüse ich in meinen Ackerflächen stehen habe und auch die Planung umsetzen kann, die ich am Anfang vom Jahr gemacht habe. Genau, dann steigen wir direkt ein. Also pikieren ist der Anfang immer das Schwerste. Man kann das mit einem Löffel machen oder mit einem Stock. Ich mache es immer mit den Fingern. Ich hole mir so eine Pflanze aus der Erde raus. Wenn da unten ein Wurzelballen dranhängt mit Erde, dann lasse ich den auch dran. Umso schneller findet die Pflanze wieder Stand in der neuen Erde. Das heißt, ich gehe hier mit dem Finger rein, wie beim Aussehen, diesmal aber tiefer. Ich weiß nicht, ob man das sieht, weil ich habe hier ein großes Stück Erde unten dran. So, das versenke ich da drin. Das muss man etwas vorsichtig machen, damit man den Stängel nicht abknickt. So. Ein bisschen Erde dabei halten, um noch was nachzustreuen, ist nie verkehrt. Und jetzt sieht man hier aber schon schön bei der, dass uns ein Fehler passiert ist. Fehler sind aber immer nicht schlimm, sondern ein Lernfeld. So soll der Keimling nicht aussehen nach dem Pikieren. Der soll eigentlich direkt Stand haben, nach oben stehen. Und das liegt jetzt aber daran, dass ich die zu spät aus dem dunklen Raum in der Anzucht geholt habe. Die sind ein bisschen nach oben geschossen, die Pflanzen, die sind schon zu langstielig. Ist jetzt aber noch in einem Grad, der ist okay. Und da kann man auch was gegen machen. Und zwar setze ich die Pikierlöcher so tief, wie es geht. Da wir hier mit Kohlpflanzen arbeiten, haben wir das recht einfach. Jetzt nehme ich mal eine ohne Erde dran. Und dann sieht man schön, die eigentliche Wurzel, die entsteht hier unten. Und das hier ist schon alles Stiel, das Weiße. Jetzt kann ich beim Kohl aber den ganz weit reinsetzen. Mit Erde anschütten. So, und jetzt habe ich den ganzen Stiel unten beerdigt. Und der ganze Stiel wird neue Wurzeln austreiben. Das, manche Pflanzen können das, da muss man ein bisschen sich einlesen oder vorher informieren, bei welchen das okay ist. Bei Kohlpflanzen ist das immer okay und man sieht halt direkt gleich, das Saatbild oder das Pikierbild wird ein wesentlich schöneres als bei der ersten Pflanze, die wir jetzt gerade pikiert haben, weil die direkt sehr stabil stehen und auch noch zum Wurzeln angetrieben werden. Ich kann die auch so ein bisschen, du kannst mal da reinfilmen, ich weiß nicht, ob man das sieht, ich kann die so ein bisschen wie ein Schlauch aufwickeln in der Erde. Dann fixiere ich die hier und schütte neue Erde nach. So. Gut ist immer, wenn man die nicht direkt am Plastik anliegen hat. So, dass die eher mittig stehen, weil das Plastik begünstigt natürlich Fäulnis, da die Pflanze nicht abtrocknen kann. So, und die Faustregel, wann pikiere ich überhaupt, das habe ich euch noch nicht verraten. Eigentlich, wenn die beiden Keimblätter da sind und ein
richtiges Blatt schon gekommen ist. Bei dem Kohl hier ist noch kein richtiges Blatt da. Ich habe aber einfach über die Jahre herausgefunden, dass ich auch schon sehr früh pikieren kann. Also Pflanzen, die gerade gekeimt sind, sind sehr widerstandsfähig, wenn man nicht gerade den Stängel abknickt. Verzeihen die einem Umpflanzungen sehr gut. Ja, gucken wir mal, ob wir den noch ein bisschen in eine andere Richtung pushen können. Wichtig ist, dass ihr die Erde nicht zu fest andrückt. Die soll noch locker sein. Und natürlich immer so einen kleinen Gießrand lassen im Pott, damit das Gießen auch noch vernünftig klappt. Das schlemmt sich aber schnell beim ersten Gießen ein. Also ich muss jetzt nicht bei jedem Pott mir den Gießrand abstecken. Der Nachteil von Pikierarbeit ist, sie ist sehr zeitaufwendig. Also so viel Sicherheit das bietet, an manchen Zeitpunkten kann man die einfach gar nicht stemmen, diese Arbeit. Da muss man direkt in Quickpots aussehen oder aber, wie ich ja schon gesagt habe, im Hochsommer, wenn die Sonne schon schön brennt, dann ist das Pikieren auch nicht ratsam, weil die nicht so schnell sich neues Wasser holen können, da ja noch keine Wurzeln in die Erde geschlagen wurden. Die Erde, die ich für den Topf genommen habe, jetzt hier, um den Quickpot zu befüllen, ist wieder vorgedüngt, wie beim letzten Mal auch. Ich habe eine Hand Dünger mit untergemischt. Das ist jetzt natürlich noch wichtiger als bei einer Direktsaat in Quickpots, weil die Keimlinge, die haben ja jetzt ihr Samenkorn schon verlassen, haben die ersten Nährstoffe rausgezogen und unter Umständen verliere ich auch die Erde, in der der Samen zergeht beim Pikieren. Und bringen gar nicht die Nährstoffe, die der Samen alle mitbringt, in die neue Erde mit ein. Das heißt, gerade beim Pikieren ist das Vordüngen wirklich wichtig. Wenn ihr eure Komposterde gut kennt, dann könnt ihr das mit der Komposterde auch machen, indem ihr Kompost mischt mit Mutterboden, zum Beispiel aus Maulwurfshügeln. Der ist meistens sehr arm, wenn der Maulwurfshügel auf einer Rasenfläche ist. Dann hat man da sehr schön nährstoffarme Erde, die man mit Kompost ein bisschen aufdüngen kann. Wichtig ist immer, dass über die Keimblätter hinaus, über diesen kleinen Zweig hier, keine Erde mehr geht, weil da wird die Pflanze erstmal nicht auswurzeln. Wenn die etwas größer ist auf dem Acker, kann man auch so dann wieder arbeiten, um zu jäten, indem man anhäufelt. Das ist eine sehr schnelle, saubere Variante und steigert die Gesundheit der Kohlpflanze. So, hier haben wir jetzt den Fall, da war ich zu grob, da kann man das mal sehen. Das verzeiht mir die Pflanze natürlich nicht. Das heißt, die wird ausgottiert und dann hebe ich mir hier wieder eine Platte aus. Und wenn ihr den Zeitpunkt besser erwischt als ich jetzt, dann ist das auch gar nicht so eine Frickelarbeit, die wieder auseinander zu wurschteln. Ich habe relativ dünne Finger, deswegen mache ich das immer mit den Fingern, aber man kann sich auch schön Pikierstöcker machen, die dann eine runde Spitze haben. Ich habe jetzt gerade keinen, so ein Stock tut es aber auch. Das zeige ich euch gleich jetzt, wie man das damit macht. Machen den noch eben da rein. So, wenn ich mit so einem Pikierstock arbeiten möchte, dann lege ich mir die Pflanze auf, an die Stelle, wo die Wurzel rein soll, und drücke mit dem Stock auf den Erdballen, der noch an der Pflanze ansitzt. So, zack, versenkt, drin. Ich kann auch hier mit dem Stock noch so ein bisschen anschieben. So. Und das ist auch, wenn man es raus hat, eine sehr schnelle Variante zu pikieren, weil man sich nicht so große Löcher machen muss. Der ist wieder aussortiert. Zack. Ich muss nur aufpassen, dass ich die erste Wurzel nicht abreiße. Weil die erste Wurzel ist immer sehr wichtig für die Pflanze. Von da aus strahlen alle weiteren Wurzeln ab. Na, man sieht das hier schön. Ich habe jetzt hier halt eine kleine Pfahlwurzel. Und die kann unten gekappt werden. Und jetzt strahlt die aus wie ein Ast, den man abzweigt und dann weiter austreibt.
Aber am besten ist immer, bei den meisten Pflanzen diese Wurzel intakt zu lassen. Bei Porree und Sellerie ist das was anderes. Da kann man die Wurzel verletzen, damit man eine größere Knolle nachher hat oder eine dickere Stange. Bei den meisten Pflanzen ist es aber nicht ratsam. Das sind 10 Minuten. So, ich würde sagen, hier machen wir Stopp. Ich gieße die jetzt gleich an und dann landen die wieder draußen in meinem Anzuchtbereich. Und wenn wir uns das nächste Mal sehen, sind die angekommen und können in den Acker gesetzt werden. Das machen wir dann auch zusammen.